Ja, ich bin ja heute auch da mit meinem zweiten Buch, Makarios Nissi oder Die Insel der Seligen. Und dieser Roman führt uns raus aus Wien, und zwar in ein kleines griechisches Bergdorf namens Varizi. Also dort beginnt die ganze Geschichte. Dieses Varizi liegt an der Grenze zwischen Griechenland und Albanien, an einer Passstraße weit oben in den Bergen. Also Sie müssen sich den griechischen Norden vorstellen als eine hochalpine Gegend. Ja. Also riesige Berge, tiefe Schluchten, Wölfe, Bären, Adler. Also eine ganz entlegene, wirklich märchenhafte Gegend. Und im Jahr 1957, als dann die Geschichte beginnt, sind diese glorreichen Zeiten des Handels lange vorbei. Ja. Aber in dem Dorf gibt es noch eine Familie, die noch ein schönes Erbe aus diesen glorreichen Zeiten der Vergangenheit hat. Und in dieser Familie gibt es eine Großmutter, die Großmutter Maria. Und auf ihre alten Tage hat sie nur noch ein Ziel. Sie möchte das Erbe der Familie beisammenhalten, auf ewig im Dorf verwurzeln. Und um das zu gewährleisten, bedient sie sich einer sehr habsburgischen Taktik, und zwar der geschickten Verheiratung ihrer Enkelkinder. Ja, also für jeden wird ein guter Partner gesucht, und für die ältesten Töchter hat sie da schon schöne Männer ausgeguckt. Aber die Frage ist, was macht sie mit den jüngsten beiden? Mit der kleinsten Enkeltochter Eleni, die ist 7, und mit ihrem Cousin, dem Lefty, der ist 12. Die Eleni sieht das anders. Also die versteht schon mit 7 Jahren nicht, warum ausgerechnet sie für den Rest ihres Lebens in diesem Dorf sitzen soll. Haus putzen, Kinder kriegen, Esel streicheln, Ziegen melken. Das ist ja langweilig. Also das muss es doch mehr geben im Leben. Und außerdem, die Eleni will eines auf keinen Fall. Und zwar will sie auf keinen Fall heiraten. Und sie hat nämlich eine bessere Idee. So mit 16, 17 hat sie wirklich den großen Entschluss, sie wird einmal nicht Ehefrau, sie wird die erste kommunistische Präsidentin Griechenlands. Also große Reisegeschichte, ja, einmal rund um den Globus. Aber das Wichtige ist, am Ende kommt alles nochmal auf einer kleinen griechischen Insel zusammen, und diese Insel heißt Makarios Nissi. Und falls Sie jetzt gegoogelt haben, Sie haben nichts falsch geschrieben, die Insel gibt's nicht. Ich bedanke mich jetzt einmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Dankeschön.